bei DorfTV Flühen, der Lego-Anfänger für Lego-Anfänger. Gut, was habe ich jetzt so gemacht wieder? Ghostbuster. Habe ich zusammengebaut. Ich weiß, viele haben das schon gemacht und gezeigt. Ich wollte aber, fand das so gut, dass ich ein paar Bauschritte auch mal das Ghostbuster-Auto von Lego, weil der Film kommt jetzt, glaube ich, der dritte Teil oder so, neu raus. Und da dachte ich, kauf mir das Ding mal. Und jetzt kommt, es hat 150 Euro gekostet. Bei Lego Store selber kostet es 200. Wieder 100, 199 oder so. Ja, ich habe ein paar Bauschritte gemacht, aber nur die interessanten, weil das wird zu langwierig. Und dann zeige ich euch mal, wie das so war, bis zum Endergebnis. Ja, dann geht's los jetzt. Zack, ach so, ich habe wieder meinen Armband. Ich habe meine Filme selber mal angucken. Mache mal so. Ne? Habe ich mal aus Formentera. Ich bin jahrelang nach Formentera gefahren. Das ist schon 25 Jahre alt, das Armband. Und da habe ich gemerkt, in den Filmen klopfe ich immer so darauf. Ja, zum Wachwerden, weil der Film so langweilig ist wahrscheinlich. Ja gut, es geht los. Viel Spaß. So, da gucken wir uns das schöne Teil mal an. So, das mache ich mal zurück hier hin. 12 Tüten habe ich gesagt. 3 haben wir jetzt verbaut. Das wird noch gleich hier verbaut. Das Teil kommt gleich hier drauf. Das war schon alles interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich hier hinten noch die Rückwehrscheinwerfer. Aber ich kann schon mal dran klicken, oder? Ja. So. Ne? Aber warum ich das jetzt schon mal Bilder mache oder einen Film, ich sage, die ganzen Ausschnitte mache ich nur, wenn das interessant wird oder eine Mechanik verbunden ist. So, hier ist mit Technik noch drin. Das ist an dem Modell schon ein Ghostbuster schon mal gut. Das finde ich gut. Ne? Und nicht zu viel, dass man sich da. Hier sind Technikteile drin verbaut. Ne? So, und dann kommt das Interessante. Neutronenpack. Hier sitzt einer drin. Hier ist die Vorderseite. Und hier ist eine Mechanik drin. Da wird die Tür nämlich aufgehen. Hier ist der Knopf. Das sieht man nachher nicht. Das ist nämlich noch dann alles verkleidet. Kann man das hier auslösen. Zack. Und dann geht die Tür auf. Das Neutronenpack geht raus in der Frontseite. Wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht. Wer das mal mit der Tür wieder zumachen oder reindrücken, das weiß ich jetzt nicht. So, das Interessante an die ganze Geschichte, zack. Das war toll zu bauen. Auf jeden Fall. Hier ist ein Zylinder mit einer Feder drin wahrscheinlich. Der liegt nur auf, dieser Auslösenippel, der hier verbunden ist. Auch, ich finde das unheimlich interessant. Unheimlich interessant. So, zack, hier haben wir die Front wieder glatt. Also wenn das aufgebaut wird. Und nochmal, macht ja Spaß. Zack, fertig. Ja, ob ich das später hier noch reindrücken muss oder die Tür, das kann ich euch noch nicht sagen, weil ich ja noch nicht so weit bin. So. Das haben wir jetzt in 3 Tüten aufgebaut. Jetzt kommt das hier gleich so dran. So, ganz einfach. Und das sind die restlichen Teile. So, dann gucken wir weiter. Wenn wieder was Interessantes kommt, werde ich wieder ein bisschen filmen. Ich werde ein bisschen bauen. Ich sage, nicht so viele Schritte zeigen, das bringt auch nichts. Wenn ich manchmal Filme auch sehe, ich gucke mir das an. Ich sage, diese Speed-Bilder, ich wiederhole mich wieder, gucke ich mir nicht gerne an. Aber so Ausschnitte, wie ich das jetzt mache, finde ich immer gut. Naja gut, dann machen wir gleich weiter. Das war es erstmal. Ich habe gesagt, wenn wieder interessante Sachen kommen, werden wir das weiter filmen. Was haben wir jetzt gehabt? Das war natürlich hier den Sitz super. Habe ich ja vorhin gezeigt. Jetzt kommt die nächste Mechanik. Ich muss sagen, das Ding macht richtig Laune, richtig gut. Weil da ein paar auch technische Gags drin sind. Finde ich gut, das Modell alleine sieht gut aus, wird groß werden und hat mal 200 gekostet, bei Lego immer noch 200. Wenn man jetzt woanders kauft, im freien Handel, habe ich dieses für 156 Euro gekriegt. Wahrscheinlich kriegt man dann noch billiger. Also ein tolles Spielspaßding. Optisch nachher wird das richtig gut aussehen und das macht richtig zum Bauen von meinen ganzen Lego-Teilen einer mit meiner Highlights, würde ich sagen. So, was haben wir denn als nächstes, was wir jetzt eingebaut haben? Das ist diese Funktion, da muss man natürlich hier, ich mache da vom Sitz aus mal. Also macht man vom Aus, das ist ja nachher zu. So, ich zeige das mal ein bisschen so, dann wenn die Räder drunter kommen. Man zieht das hier raus, hier.
Dann geht diese Klappe runter. Zack, wieder zu. Zack, auf. Ne? Normalerweise müsst ihr das jetzt richtig verschließen hier. So, ist auch ganz glatt, sieht man nachher nicht. Also muss man schon ein bisschen hier so ein bisschen raus befördert knibbeln. So, hier kommt nämlich so ein kleiner Wagen rein, so eine Geister-Einsaugklappe oder wie das Ding heißt, weiß ich jetzt selber nicht. Nee, das ist auf Rädern. Dadurch, dass man die Mechanik hier bedient, von hier aus natürlich, geht diese Klappe auf. Nee, zack, rollt das Ding raus, hat selber keinen Motor, aber durch diese, der Wagen steht ja so, wenn man ein bisschen Dings, dann rollt das so ein bisschen raus. Dann wird der, so eine Geister, ich weiß nicht, wie das heißt das jetzt da, muss ich mal nachlesen. Auf jeden Fall ist auch ein schöner Gig, weil da kann man die wieder hier reinstellen. Natürlich zum Zeigen. Also finde ich auch eine gute Funktion. Ich finde das sowieso jetzt gut, dass auch der Lego alles hier so macht. Ne? Ganz einfach. Ne? Ganz einfache Konstruktion. Aber muss man erstmal drauf kommen. Ne? Wenn ich sagen darf. Gut. Was haben wir noch dazu sagen? Erstmal nichts. Ich baue erstmal weiter. Und dann werde ich mal weiterschauen, was noch interessante Sachen kommen. Da kommen ein paar mechanische Sachen noch bei. Ne, hier oben wird auch noch was gestimmt. Da wird so ein Schnüffelrohr oder was das ist da zum Schnüffeln von den Geistern, was weiß ich. Dann dreht sich oben auch noch so ein Ding, habe ich jetzt da drin gelesen. Oder mir, ich habe mir auch ein anderes Video mal angeguckt von den Ghostbuster Auto Echo. Ja, was habe ich dann nichts mehr zu sagen? Da muss ich erstmal weiterbauen. Dann schauen wir gleich mal weiter. Also machen wir mal Schnitt. Dann bis gleich. So, jetzt ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo wir hier wieder reinschauen müssen, weil das jetzt langsam zugebaut wird. Ne? Also jetzt kommt gleich das Dach und dann sieht man nicht mehr so viel. Der Motor, super auch, finde ich auch gut gemacht. Ne? Da wieder ein Aufkleberchen drin, schön, aber egal, Chevrolet. Sehr interessant auch hier gewesen. Die Schnauze, ne, das sind eigentlich, die werden manchmal auch bei Lego als Rollschuhe benutzt. Die sind richtig klein, da muss man dann schön hier den Kühlergrill selber bauen. Finde ich jetzt auch gut. So, mehr Reparatur noch hier drin. Oder Cockpit. Ich weiß nicht, wenn dazu ist, ob man das alles sieht, da kann man wohl nur die Türen öffnen. Oben nicht. Können wir hier mal schauen. So. Ich drehe nochmal. Kann man auch nochmal ein paar Fotos machen am Ende. Ja, das Ding ist richtig gut. Das hat mir richtig Spaß oder macht noch Spaß, wie ich immer wieder sagen muss. Ne? Und optisch. So, jetzt kommt er mal hier dran. Und klick. Zack. Deswegen sind wir mal wieder reingesprungen mit der Kamera, weil er jetzt langsam zugebaut ist. Dann melde ich mich dann schon mal wieder. Dann klappt auch alles, hoffe ich jedenfalls. Ne? Ja, ist auch stabiler geworden. Jetzt kann man das hier auch rausziehen. Hier kommt ja später die Klappe raus, wo ich sagte hier, wo dieses kleine Ghostbuster Geisterfängerkiste oder was weiß ich, wie das heißt. Also klappt auch super stabil, sehr stabil. Manche Modelle, da muss man mal auf. Also bis jetzt ist das Ding richtig stabil, muss ich sagen. Ja. Dann melde ich mir mal wieder, wenn man ein bisschen zugebaut hat oder irgendwas Interessantes wieder kommt. Und die Tür geht natürlich nicht auf, weil die Funktion natürlich hier für den Stuhl ist. Ne? Zack, da muss ich auch noch was tun. Ich glaube, der Staub ist im Weg hier. Ich weiß es nicht genau. Naja, auf jeden Fall ist das auch schon mal fertig. So, bis gleich dann. So, jetzt wieder ein Zeitpunkt gekommen, wo wir mit der Kamera wieder reingucken, bevor die Tüte 11 kommt. Wir sind jetzt nämlich beim Dach dran, das ich schon fertig gebaut habe. So, hier ist die Funktion für die Lenkung von oben. Da ist so ein Zahnrad später drauf, dann kann man von oben lenken. Dann ist hier der Antrieb, der von den Rädern hier auf die Übersetzungsstange geht. Dann kommen nämlich hier die Funktionen drauf. So, ich mache das mal so. Wo sich hier das Schnüffelrohr dreht und noch so ein Radar. Also das war richtig gut. So kann man sich vorstellen, ich mache das gleich zusammen, weil ich jetzt mal mit der Hand drehe.
So, ja, so weit sind wir dann. Dann gehen wir zum nächsten Schritt. Tüte 11, da kommen die Klamotten hier oben drauf. Ja, ist schon ein mächtiges Ding. Also ich muss sagen, wenn man das wirklich für das Geld kriegt, wie ich es bekommen habe, für 150, ist das schon gut. Na gut, dann bauen wir zu Ende und dann melde ich mich nachher wieder. Bis gleich. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit, wie das ganze Ding aussieht. Oh, komisch. So, natürlich nicht. Aus dem Martin von 007, auch von Lego. Ich wollte euch nur mal eben zeigen. Kostet bei Lego 150 Euro. Hat Teile, muss ich mal nachgucken jetzt. 1295 Teile. So, 150. So. Zack, weg. Vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, 150 im freien Handel, also nicht bei Lego Store oder Internet selber, kostet auch noch 200, 150. Ein kleiner Unterschied von den Teilen auch. Hat zwei, muss ich mir erstmal ablesen hier alles, 2352 Teile. Aha, also mehr Bauspaß, würde ich sagen. So, jetzt muss ich mal drehen. Ja, tolles Teil, hat richtig Spaß gemacht. Ne, hier sind die Funktionen, funktioniert alles. Man sieht's. Hier die Lenkung. Ne, ein großer Wenderkreis, aber ich meine, das ist eben so. Kein Zahnrad dran, hier so eine Alarmlampe. Sonst sind hier immer, wie jetzt beim Defender, immer so ein Zahnrad dran. Sieht gut aus. So, Funktionen, alle da. Hoffentlich klappt das jetzt auch alles. Zack, das Auto fährt raus. So, jetzt schieben wir das mal wieder rein. So, hier kommt das Ding wieder rein. Ist hier diese Kiste, die Geister. Ich weiß immer noch nicht, wie das ist. Ich muss mal so viel mal gucken, wie das Ding heißt. Ist egal. Ja, auf jeden Fall ist das schon mal gut. So, so, jetzt drehen wir das Teil mal. Also die Funktion hier haben wir schon gesehen. So, dann ist auch eine Funktion dran. Hier ist, muss man so ein, ich zeige das mal, so, ziemlich stabil, nur hier vorne nicht hier anpacken. Man muss immer gucken, wie man so legt, aber sonst ist das richtig stabil, das Ding. So, hier kann man reindrücken. Aha, das habe ich aber schon mal beim Aufbau ein bisschen gezeigt. So. Ja, das hatten wir schon. Ich habe erst gedacht, die Tür ist überhaupt richtig rum hier. Ne, hier ist die Seite. Weil die andere Tür, Vordertüren gehen beide auf. Ja, die gehen beide auf, das ist klar. Die hier, die nicht, weil die Mechanik ist für diesen Neutronensitz, wo der Neutronenpack dran ist, um die Geister einzusaugen in die Kiste rein, keine Ahnung, irgendwie muss ich mal. Der neue Film kommt jetzt auch raus, werde ich auch mal reingehen. So, ich habe erst gedacht, man kann die Tür, das geht mit der Tür, nein, um die Funktion zu machen, muss die Tür geöffnet werden. Ich habe selber gedacht, wie ich das aufgebaut habe, ob das mit Tür geht. Ne, die muss man öffnen, klar. Ne, und schwupp, kommt das Ding da aus. Auch interessant, klappt auch sehr gut, auch immer, würde ich sagen. Wieder reinziehen. So. Und nochmal. Schwupp. Spielkind. Ich finde ja mal gut, wenn so eine Funktion dabei sind. An dem Modell fand ich auch gut. Irgendwie so Technikelemente drin, um das alles hier zu bewegen. Na, hier oder hinten zum Beispiel. Fand ich jetzt sehr interessant. Gut. Für den Preis im freien Handel 50 Euro weniger für so viel Bauspaß, toll. Gut, man muss auch Fan von Ghostbusters sein. Was heißt Fan? Ich habe auch ein paar Harry Potter und Star Wars. Ich gucke mir die sehr gerne. Jetzt Fan, was heißt Fan? Ich habe nicht überall Plakate hängen und
Star Wars Plakate und Poster. Ne? Aber ich finde den Wagen gut. Den Film fand ich gut. Also die ersten Filme, die ersten zwei, glaube ich, war das. Nö, toll. Tür zu wieder. Ja, ich meine. Aber musste ich trotzdem haben. Gerade wegen meiner Lebensgefährtin. Die steht nämlich hinter Legos verbessern. Wir wohnen nicht zusammen. Aber ist immer gut, wenn man eine Freundin hat. Oder eine Lebensgefährtin oder eine Frau zu Hause, die auch ein bisschen Spaß an Lego hat. Ich finde nicht alle Teile gut, aber ein paar. Und das James Bond Auto muss, sollte ich unbedingt mitnehmen. So, dann haben wir das schon mal. Gut, hier sind die wenigeren Teile. Kleiner, viel weniger Bauspaß. Zwei Lizenzen drauf von James Bond und aus dem Martin. Gut, hier müssen aber auch zwei. Vom Ghostbuster müssen auch zwei drauf sein. Einmal vom Ghostbuster und einmal von Corvette oder was ist das? Chevrolet. Ne? So, alles klar. So, gut. Habe ich halt jetzt. Ne? Aber ich wollte es auch haben. Hier sind auch tolle Funktionen drin. Ich sage, ich liebe auch so Autos, wo Funktionen drin sind. Ne? Also so Highlights wie hier. Hier ist auch gut. Ne? Hier zum Beispiel Achtung, fertig, los. Zack, schwupp. Wie beim echten Film geht der Sitz raus. Auch nicht schlecht. Dann haben wir noch hier eine Funktion. Wenn ich das schon mal gezeigt habe, können wir gleich hier weitermachen. Ne, zack, Schutzschild. Hinten am Auspuff drehen. Ja, manchmal klemmt das hier. Muss ich mal nochmal nachgucken. Aber ist klar. Dann vorne, vielleicht ist das gut auch zu sehen. Wo war das denn jetzt nochmal? Aha. Hier drinnen eine Schaltung drehen und passiert nichts. So meine ich das. Wieso passiert da nichts? Ach, zack. Kommt hier vorne Maschinengewehre raus. Ne? Da gesehen, zack. Auch gut. Innen drin kann man so einen Bildschirm drehen. Da kommt der Radar raus. Ich finde das gut, das Ding, aber man muss sich mal vorstellen, diesen Bauspaßunterschied zwischen dieses Auto und dieses, von der Teilezahl, vom Preis. Freien Handel, habe ich mal nachgeguckt, 130 vielleicht, 135. Ja gut, muss man selber wissen. Viele sagen, dass James Bond, viele sind begeistert, manche nicht. Manche sagen, die Form stimmt nicht. Die Form stimmt nicht. Ja, gut. Ich meine, jetzt ist das nicht extrem, das ist halt Lego. Und meine Meinung ist, dann soll man sich andere Bausetzungen holen, von Revell oder irgendwas, wo das, oder ein Original holen. Ich finde das nicht schlecht. Vielleicht hätten wir mehr Rundungen einbauen können, da war die Kritik an manchen. Manche fanden das richtig toll, das Modell. Muss man selber wissen, brauchen wir ja nicht kaufen. Fertig. Ich finde es gut, ich finde immer, manche Sachen sollen auch ein bisschen wie Lego aussehen. Ne, weil halt Lego ist, sind Bausteine. Ne. Also würde ich mir auch mal wiederholen. Auch vom Bauspaß. Nur ich wollte jetzt sagen, zu dem Preis Teilezahl, von dem Preis Teilezahl. Das ist natürlich ein Unterschied. Ganz klar. So, das war eigentlich alles. Ja, dann gucken wir mal. Natürlich werde ich nicht dauernd Filme drehen. Ich kann mir auch nicht dauernd so Teile kaufen. Ich habe schon nicht wenig, aber ich werde jetzt nicht immer Filme drehen, wo die neuesten Dinger, das kann ich mir gar nicht leisten oder das geht gar nicht. Manche haben schon einen guten Sender und die kriegen welche von Lego auch gestellt. Manche kaufen sich auch selber. Ich drehe mal so, wie ich das meine. Das musste ich jetzt drehen, weil der Aufbau interessant war. Und ja, das war es eigentlich. Bis nächste Mal, was wir da machen. Ich habe da mal vor, ich habe mal große Teile, wenn ich mal einen Film drehen, ab wann Anfänger sich große Teile holen. Also, ob ich die darstellen kann, hinstellen kann, wo habe ich Platz. Man, ich sage ja, soll nicht aussehen, habe ich schon mal erzählt, nicht wie eine Rumpelkammer. Für mich, für andere haben eigene Zimmer und das ist da, was die hier und das ist auch egal. Nee, man muss das schon ein bisschen darstellen. Ich sage ja, ich habe einen Wohnflur, habe ich schon mal vorher mal erzählt. Da will ich als nächstes mal zeigen. Ich habe auch ein bisschen größere Dinger. Wann lohnt sich das, da will ich mal einen Film drüber denken. Das war's jetzt von Dorf TV Flühen aus Neukirchen. Mhm.
in NRW, an der holländischen Grenze, nicht weit weg. Weil hier heißt es alles ein bisschen komisch. Alte Kerk, Nieuwe Kerk. Es war Deutschland, aber haben holländische Namen wie Flühen auch. Flühen heißt das eben. Naja, bis dann, euer Lego-Anfänger für Lego-Anfänger. Ihr schaut auch mal, wenn ihr Lust habt, meine Urlaubsfilme an, meine Hotelempfehlungen, die laufen eigentlich auch ganz gut, gerade die Hotels. Habe ich die letzten Zeit nichts drehen können, ich komme ja nicht weg. Oder will noch nicht weg in der Situation, weil ich keine Einschränkungen haben möchte durch dieses Corona. Gut, das war's dann. Euer Uli Schwätzer von DorfTV. Und tschüss.